Eidos presents an IO interactive game. Eine Krähe fliegt durch das Bild, setzt sich nieder auf einen Stein. Nein, es ist mehr als nur ein Stein, es ist eine Figur. Eine Madonnenfigur. Und nach diesem Wahnsinns-Intro und einem Text, den ich jetzt nicht vorlese, kommen wir zur Profilverwaltung und ich lade dann schon mal einfach das erstellte Dings, das ich erstellen musste, um überhaupt ins Hauptmenü zu bekommen und die Einstellungen machen zu können, damit das Spiel hier gleich in der richtigen Auflösung startet und so weiter und so. Und ja, Hitman Blood Money ist am Start. Und, ja, labern wir gar nicht so viel, oder blinkt schon wie wild. Ne? Anfänger, unbegrenzt Spielstände. Oh, ja, warte. Ja, guck mal hier. Wir haben richtig schöne Schwierigkeitsauswahlmöglichkeiten. Wir haben 4 diesmal, und zwar diesmal auch einmal Anfänger. Ja, also quasi leicht, normal, schwer, leicht, mittelschwer und ganz schwer. So ungefähr, aber das gefällt mir doch. Anfänger, unbegrenzt Spielstände speicherbar, geringe KI-Intelligenz, volle Agenturunterstützung, Bekanntheitsgrad nicht relevant, Statistik-Upload möglich, hä? Okay, der Statistik-Upload ist immer möglich, alles klar. Ja, gut. Normal. 7 Spielstände, okay, das kenne ich doch schon irgendwoher, ne? Das hatten wir doch schon mal. 7 Spielstände speicherbar, normal, KI-Intelligenz, Agenturunterstützung, Bekanntheitsgrad relevant. Ja. Sagen wir hier, 3 Spielstände, erhöhte KI-Intelligenz. Geringe Agenturunterstützung, Bekanntheitsgrad relevant, Beweise beeinflussen Bewertung. Ach je. Ja, Profi, keine Spielstände, hohe KI-Intelligenz, minimale Agenturunterstützung, Bekanntheitsgrad relevant, Beweise beeinflussen Bewertung, bla 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 bla. Aber auch schön, hier steht schön, was die Schwierigkeitsgrade bedeuten. So wünsche ich mir das doch. Ja, gut. Beweise beeinflussen Bewertung. Das ist nicht so ganz. Naja, ich würde sagen, machen wir es auf normal. Ah, und los geht's. Party. Rummelplatz oder was hier? Ah, ja, ja, Riesenrad. Ja, Hallöchen. Ja, da, ich würde sagen, da hat's irgendwie einen technischen Defekt. Ja, wahrscheinlich. Übertreibt gleich. Ja? Ich höre gerade, es gab offenbar einen Unfall im Southland Park. So. 5 Jahre nach der Southland-Tragödie sorgte eine Sicherheitsprüfung, die kurz vor der Katastrophe durchgeführt wurde. Er hätte sein gesamtes Vermögen in seine Verteidigung. Die Behörden sprechen von mindestens 30 Toten und etwa 100 Verletzten. Am 7. Jahrestag der Tragödie. Der Katastrophe im South Park Vergnügungspark ist auf 40 gestiegen. 2/3 der Opfer sind Jahrestag der South Tragödie vor den Ruinen des Parks zu einem Gedenkgottesdienst. Körperteile! Blut! Clarence verweist auf die Sicherheitsstandards des Southland Parks. Die Behörden haben die sofortige Schließung des Parks und eine umfassende Untersuchung teil nicht schuldig. Von allen Anklagepunkten freigesprochen. Freigesprochen. Ja. Möchtest du eine Tasse Tee, Schatz? Dich verkriechst, wird er auch nicht wieder lebendig, Schatz. Ich möchte einen Auftrag erteilen.
Ich müsste einen Auftrag erteilen. Troopers Clarence. Clarence, ja, Clarence. Dachte eben erst Clearance, ne, Clarence. Der Joseph. Da könnte mal einer mit dem Hammer kommen und die Nägel wieder reinschlagen. Es sieht alles doch ein wenig heruntergekommen aus. In diesem Trainingslevel lernen Sie Fähigkeiten und Techniken kennen, die Sie brauchen, um die vor Ihnen liegenden Herausforderungen zu meistern. Wow, ein Trainingslevel. Juhu. In der linken oberen Bildschirmecke erscheint das Aktionsmenü. Hier werden alle verfügbaren Aktionen und die dazugehörigen Tasten angezeigt. Ja. An den Balken links unten können Sie, von links nach rechts, Ihre Gesundheit und die Anspannung ablesen. Ja. Sehr schön, dass es einmal erklärt wird hier. Das Symbol in der rechten unteren Ecke zeigt Ihre aktuelle Waffe und deren Munitionsstatus an. Ja. In der rechten oberen Ecke befindet sich Ihr Kompass. Ja. Bei den Überschriften am oberen Bildschirmrand handelt es sich um Tipps, was als nächstes zu tun ist. Ja. Stehen Informationen zur Verfügung, wird ein Ausrufezeichen eingeblendet. Drücken Sie die Einsatzbesprechung-Taste, wenn Sie das Informationenmenü aufrufen möchten. Ja. Bewegen Sie sich mit den Bewegungstasten und sehen Sie sich mit der Maus um. Halten Sie die Laufen-Taste gedrückt, um zu laufen. Möchten Sie schleichen, halten Sie die Schleichentaste gedrückt. Wow. Sagst du mir auch, welche Tasten das sind? Okay, wir haben hier auf jeden Fall, können wir uns mal ordentlich bewegen. Und ein bisschen... Oh, oi, oi, oi. Ein Boot. Sieht ein wenig altmodisch aus, aber ansonsten... Passt zu der Gegend hier. Ach, das ist dieser Vergnügungspark. Ach, guck mal. Den hat es aber auch gut erwischt hier. Na. Der ist wohl seit dem Unglück ist er, ja. Außer Betrieb. Stillgelegt. Ist am Vergammeln. Da fehlen schon die Dachziegel. Mir scheint, als hätten sie das einfach gespiegelt. Weil auf der linken Seite exakt dieselben Ziegeln zu fehlen scheinen, wie auf der rechten Seite. Okay, gehen wir mal lieber ein Stückchen weiter. Ich muss mich ja nicht so um... Holla, die Fee! Betreten Sie den Pier... Ja. Okay. Ich muss hier... Also ich habe hier G, LT und E, was auch immer LT ist. Linke Maustaste oder was? Oh, oh. Ich kann mit der rechten Maustaste kann ich Sachen rausholen. Bin nochmal gespannt. Okay. Mit Tab funktioniert es nicht, aber M ist Map. Oh why, oh why, oh why, oh why. Büro, Theater, bla blub. Ach, Moment mal. Wir haben nur Außenbereich und Innenräume. Ich dachte, ja, den ganzen Krempel mal. Ein paar Leute laufen draußen rum. Okay, das mit den Karten läuft irgendwie noch genauso wie vorher. Ach je. Leiter, besonderer Ort. Bla blub. Was haben wir sonst noch so? Agent 47. Feind, Zivilist, Ziel, Polizei, VIP, Wachquartiere, optionales Ziel. Ja gut, von den Farben her ist das irgendwie... Haben wir das hier noch? Ist das hier ein optionales Ziel? Kann das sein? Er sieht irgendwie nämlich so aus, als wäre das die Farbe. Aber andererseits, der sieht auch aus wie so eine Farbe. Und der da sieht... Verstehe ich nicht. Ich glaube, das sind halt einfach alles normale Feinde. Und mehr als das... Ach doch, Zivilisten hat es hier scheinbar auch. Das sind doch Zivilisten, oder?
Okay, da in einem Büro. Gut. Irgendwas wollte ich sonst noch. Ja, ja, komm mal, klettern tut da alles von selbst machen. Willkommen in den Staaten 47. Das wird ein einfacher Einsatz. Sie dringen in einen verlassenen Vergnügungspark ein, finden den Besitzer und neutralisieren ihn. Fertig. Die Zielperson ist Joseph Clarence, alias Swing King. Er musste den Park nach einem Unfall mit einem der Fahrgeschäfte vor einigen Jahren schließen. Unser Klient wünscht, dass die Zielperson das Foto, das sie erhalten haben, sieht, bevor sie sie neutralisieren. Mr. Clarence scheint neuerdings mit einem Drogenring in Verbindung zu stehen. Im Park warten also vermutlich einige Überraschungen auf sie. Viel Spaß, 47. Ja. Werde ich wohl haben, nehme ich mal an. So, wie ist das jetzt hier eigentlich? Ah, warte mal, gedrückt halten muss ich, um... Werfen Sie eine Münze, um Personen abzulenken. Wer den Pfennig nicht ehrt. Okay, das ist das Foto. Ja. Als ob das den groß jucken wird. Ja, vielleicht schon, aber... Weiß nicht. So. Aber ich weiß nicht, der Unfall mit dem Riesenrad, das war irgendwie, sie sah schon ziemlich gekünstelt aus. Wie komme ich dann jetzt hier rein? Warten Sie auf die Wache. Ja, Hallöchen. Was glotzt du so, Bleichgesicht? Ich will zu Joseph Clarence. Den kenne ich nicht. Mr. Swing King. Scheiße! Dieser kleine Schwanzlutscher, hast du einen Namen? Namen sind was für Freunde. Ich brauche keinen. Hast du Namen? Namen sind was für Freunde. Ich brauche keinen. Ja, da sieht man mal, wer ja keine Freunde hat, ne? Betreten Sie das Geschäft? Ja! Ja, aber komm schon, als ob so ein Kurzschluss gleich ein Riesenrad zusammenbrechen lässt. Das ist doch. Okay. Och, wenn wir hier jetzt aufs Klo müssten, dann. Obwohl. Ja, genau, es ist für Frauen und für Behinderte. Ja. Lenken Sie die Wachen ab. Wie soll ich die ablenken? Genau deshalb lässt sich seine Alte scheiden. Du meinst also, unser Wichser ist ein Kopf, oder was? Mann, was bist du denn für ein dämlicher Wichser? Okay, okay. Wie auch immer ich die Wachen ablenken soll. Wie soll ich denn das machen? Hier ist nichts. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal von denen... Von denen entdeckt. Weil es halt so ist. Halt! Hey! Ja. Haltet ihn auf! Tschüss. Du Wichser, jetzt mache ich dich kalt. Es juckt euch halt nicht, ne? Ja, okay. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet hier. Tschüss. Er stellt sich einfach vor mich, ne? Töten Sie den Gangster. Was macht der da? Wie soll ich denn hier, bitteschön, töten? Ich habe nicht meine Waffe dabei, was ist los? Ich glaube, ich sollte das nochmal neu starten, ne? Ah, okay. Okay. Juhu. No, wir brechen zusammen. Oh, es wird alles rot. Oh.
Ja. Ja, klar, was soll ich denn machen? Ich hoffe, ich kann. In diesem Sequenz... Trainingslevel. Ja, juckt mich nicht. So, es ist ja Trainingslevel. Ich hoffe, ich finde jetzt gleich mal raus, wie ich die da bitte schon ablenken soll. Und ich stelle auch fest. Wir kommen in den Staaten 47. Das wird ja, ein halt's Maul. Einsatz. Sie dringen in einen verlassenen Vergnügungspark ein, finden den Besitzer und neutralisieren ihn. Fertig. Ach. Die Zielperson ist Joseph Clarence, alias Swing King. Er musste den Park nach einem Unfall mit einem der Fahrgeschäfte vor einigen Jahren schließen. Unser Klient wünscht, dass die Zielperson das Foto, das sie erhalten haben, sieht, bevor sie sie neutralisieren. Mr. Clarence scheint neuerdings mit einem Drogenring in Verbindung zu stehen. Im Park warten also vermutlich einige Überraschungen auf sie. Viel Spaß, 47. Was glotzt du so, bla... Ne? Ja, du hast jetzt zum zweiten Mal gegen das Bekanntschaft mit dem Tor machen dürfen. So. Hat der irgendwas? Foto im Inventar betrachten. Ah. Kann ich das hier nicht irgendwie? So. Toll. So, ich hoffe mal, ich finde das jetzt raus, wie ich das zu machen habe hier. Lenken Sie die Wachen ab. Ein verdammter Anwalt ist nicht viel besser als ein Bulle. Ich sollte mal alle umlegen. Mann, scheiße, Bruder. Ein Scheidungsanwalt schert sich ein... Ach, muss ich jetzt diese Münze nehmen, um... dich bestenfalls in den Arsch, wenn dir deine Alte abhaut. Der alte Swing war verheiratet? Wer fickt denn freiwillig diesen Weg? Hä? Er war mal reich. Tja, jetzt fickt ihn das Buch. Und genau deshalb lässt sich seine Alte scheiden. Du meinst also, unser Wichser ist ein Kopf, oder was? Was zum Teufel war das? Seht okay, tatsächlich mit der Münze. Gut. Töten Sie den Gangster. Ich weiß gerade nicht, irgendeine Taste ist Schleichen, aber... Oh, ich muss vorher noch... So. Töten Sie den Gangster. Ihr habt den Gangster getötet. Yeah. Hilfe! 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 Ja, interessant. Hilfe! Hilfe! LT-Pistole. Ja, toll. Was ist denn bitte schön LT? Willst du mich veräppeln? Hilfe! 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 Halt doch mal die Klappe! Ich muss hier rausfinden, mit welcher Taste ich diese Scheiße aufnehmen kann. Hier. Hier, ich kann 1, 2, 3 drücken. Ja, passiert gar nichts. Hilfe! 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 Welche Taste ist bitte schön mit LT gemeint? Ich kann ja hier versuchen, irgendwie. Controller-Tasten zurück? Nein, da passiert nichts. Überhaupt nichts. Hilfe! Na, prima. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Mal gucken. Tastatureinstellungen. Okay, wir haben... Die sind ja echte prima. Links, rechts, oben, unten. Ach du Scheiße. Vorwärts, rückwärts nennt sich jetzt oben, unten. Alles klar. Laufen, umschalten, nachladen, schießen, Zielreferenrohr, sind noch mehr? Ist das richtig? Schleichen, STRG, ablegen, erste dritte Personperspektive, ransummen, Vektum, Inventar.
Rechte Maustaste. Nehmen leer. Okay, ich probier's mal mit der Leertaste. Aktion E. Ach, Einsatzbesprechung-Menü. Das haben wir natürlich auch noch. Könnte man mal drücken. Ja, würde sagen... Hilfe! Ach, LT. Leertaste. Oh mein Gott. Hilfe! 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 Ach so, die kann ich dann wieder wegwerfen. Die kann aber doch bestimmt noch holstern. So, sehr schön. Kann ich dem da irgendwie helfen? Damit er aufhört zu schreien. Hilfe! 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 Ich könnte ihn auch erschießen, dann würde er aufhören. Was? Da war gerade nochmal. Aber geil, Leertaste, LT. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Entweder steht da Leer oder Space oder was weiß ich. Aber nicht LT, Leertaste, what the fuck. So, dieses Gitter hier gemeint? Sieht so aus.